Ja. Verrat auf ganzer Linie. Das Blut ist ungünstig platziert. Es ist schlimmer, als sie sterben zu sehen, nicht wahr? Ausgerechnet von ihr verraten zu werden. Wer? Eine Freundin. Ich kann euch helfen. Aber ihr müsst entschlossen sein. Ich traue euch nicht. Ich habe genug Freunde. Ihr seid nicht die Einzige, die von Marjolaine ausgenutzt wurde. Sie hat ein Auge für die Schwächen der Jugend, des Vertrauens, des Glaubens. Sie hat mir alles genommen. Ja, ihr fühlt euch allein. Vielleicht zum allerersten Mal. Aber ihr seid alles andere als hilflos. Andere brauchen euch. Selbst wenn ihr am Boden seid. Und daraus erwächst eine Kraft, die nur schwer zu beschreiben ist. Ich muss gehen. Ihr schafft das. Wer seid ihr? Woher wisst ihr davon? Woher wisst ihr von mir? Hallo? Ich will das nicht tun. Ich sollte das nicht tun müssen. Aber du musst es tun. Kleiner Rucksack. Ich werde es tun. Ein Pelerinenmesser. Aus Drachenknochen natürlich und ein Eisenschlüssel. Schreit der Schlüssel raus aus der Zelle. Wir legen erstmal den Dolch an. Können auch schon mal gleich hier auf einer anderen Hand anlegen. Falls wir dann Bälde dann ein richtiges Schwert bekommen oder so. So, hier. Eine Klugheit. Bisschen Geschicklichkeit. Hier können wir noch machen. Machen wir mal Assassine. Machen wir mal Überleben. So, und hier endlich Schloss knacken. So. Und dann machen wir die Tür auf. Ja, gleich. So. Jetzt soll ich dahin, 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 überall hin. Na, mal schauen. Sketch. Guten Tag. Aus den Schatten direkt ins Herz. Ich bin ja dabei, ich bin ja dabei. Jetzt wird es lustig. Es ist schon lustig. Das weißt du natürlich. Ein schönes Lied. La. Einfach rumschreien, schönes Lied. Na komm. Tritt. Zack, weg. Hat hier mal jemand ein Schwert für mich oder so? Ich bin euch wirklich dankbar, Mädchen. Solltet ihr jemals... Achtung! Nein, nicht noch mehr. Nicht. Dann nicht. Na komm, stirb! Okay, was haben wir denn hier in der Kiste? Ach, unser ganzes Zeug wieder. Das ist ja schön. Welches ist denn jetzt das Schwert, das ich hier... Ich glaube, das war das, ne? Ja, 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 doch, ja, ist richtig. Ich stehe doppelt in eurer Schuld, vor allem, wenn ihr gegen Rayleigh seid. Ich bin gegen niemanden. Ich will einfach nur hier raus. Liliana? Ich bin am Ende, Sketch. Ja. Sozusagen, könnte man so sagen. So, könntest du... Du. Hier schon mal Flammenwaffen hier. Flammenwaffen im guten Deutsch. Kannst... Hab ich da... Kantorrobe. Hier, einfach mal die Sachen anlegen. Die Sachen, die ihm sowieso gehören, weißt du? So. Und dann mal schauen. Immer diese Tore. Achso, irgendwo muss doch ein Hebel sein.
Ja, aber vielleicht könntest du auch erstmal eine Waffe anlegen, das wäre super. Oder nimmst du sowas, das geht auch. Kann man ja mal machen, obwohl das ist ja unser Bogen. Unser Bogen. Bogen bleibt unser Bogen. So. Zack. Ein paar Pfeile vielleicht nochmal anlegen. Haben wir gar nicht. Wir haben keine Pfeile. Dann nicht. Ja, wer kommt denn da jetzt raus? Hallo, Kerkerwache. Wow. Sie haben einen Magier, ihr Schweine. Ist aber nicht nett. Ganz und gar nicht nett. Das ist eine Gruppenheilung, die wäre jetzt toll gewesen. Aber nein. Könnte jeder kommen. Oh Gott, ich brauche sowas von ein Heal. Hier, nimm mal. Pack das auch mal hier irgendwie in die Leiste oder so. Geht doch. So, und dann auf den Magier. Ja, ging natürlich daneben. Dreckspenner. Jo. Hier haben wir auch so eine Pinnwand, neu definiert. Ja, kannst auch einfach da halt die Menschen einfach dran pinnen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier haben wir Schwerter. Hallo. Nehmen wir mal mit. Die Feuerpfeile könnte ich anlegen. Achso, das war jetzt doof. War nur so ein bisschen. Wechsel mal hier, leg das mal da an. So ist besser. Okay. Achso, vielleicht sollten wir unseren Magier mal wiederbeleben. So, und du könntest dann mal das Großschwert anlegen. Schneide. Ist ein Geschenk. Okay. Kann ich die ihm geben? Ist Druck etwas. Druck etwa tot? Tags Waffe? Ich kann sie nicht. Pass einfach auf sie auf. Das werde ich. Ich hätte damit wirklich was anfangen können. Ach, Bullshit. Was? Nein! Tuck ist tot. Das war sie. Sie und ihr Monster. Dafür werden sie büßen. Das hoffe ich. Mann. Immer auf die armen kleinen Zwerge. Irgendwo haben wir hier noch einen Schalter. Ja, ich weiß, immer auf die armen kleinen Zwerge, sagte der, der sagt, ah, nieder mit den Zwergen. Ja, aber... weißt du? Damit ist alles gesagt, was ich sagen will. Guten Tag. Wieso habe ich keinen Flammenbuff mehr? Bitte einmal wieder neue Flammenwaffen, danke. So. Sehr schön. Drei Gegner getroffen. Haben wir es soweit. Hier nochmal ein Rüstungsständer. Mantel des Kerntrupps. Aha. Das wäre was für ihn vielleicht. Die Stärke dafür hätte er. Nehmen wir Berserker. So. Und gehen wir hier zweihändig. So, und dann trägst du erstmal diese Rüstung. Fehlt dir zwar noch irgendwie was anderes, aber hey, man kann nicht alles haben und so, ne? So. Noch ein Schild und tralala. Gut. Weiter. Immer rein hier. Immer rein in die gute Stube. Im Zweifelsfall immer auf die kleinen Hunde. Wenn es mal wieder länger dauert und so. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut.
Mach mal bitte ein Gruppenheal. Okay, mach eine Wiederbelebung. So. Gut, dass ich so einen Heiler habe. Und sehe das jetzt anders aus. So. Dann könntest du hier nochmal ganz kurz Flammenwaffen casten. So. Geht doch. Nach einem kleinen Ausflug im Reich des Todes. Geht das schon irgendwie. So. Für dich habe ich jetzt hier auch das andere Zeug. Zack. Jetzt sieht es doch gut aus, oder? Nehmen wir jemand, der hier ausgerüstet ist. So. Ja, Hebel drücken. Und dann kommen wir jetzt auch durch das Tor. Also, ich hoffe, dass wir durch das Tor kommen. Was haben wir hier? Aha. Säcke. Hey, du Sack. Ja, Mabari-Keks. Ist auch genau das, was ich jetzt brauche. Also, außer wir kriegen noch einen Hund. Das kann natürlich sein. Sollte vielleicht zuerst auf den Mabari. Nicht, dass der mich ja noch gleich ausmerzt oder so. Oder wieder zum Frühstück verspeist. Das, was ich immer so gerne habe. Ne? Hundefutter sein. Ist ja gut. Mit einem ollen Erdbeben hier. Ja, ist ja gut. Boah, ist das nervig. Bitte warten. Okay, jetzt ist das Erdbeben weg. Hi. Er ist hingefallen und kann alleine nicht mehr aufstehen. Ich glaube, ich schaff's, ich glaube, ich schaff's, ich glaube, ich schaff's. Bin ich da allein? Das ist der Ausgang. Wir haben doch hier extra das Tor da aufgemacht. Da sollten wir auch zum Tor nochmal hin, oder nicht? Bevor wir uns jetzt hier auf den Ausgang konzentrieren. Ja, die Verabredung muss ja wohl noch sein. Oder nicht? Oder doch? Oder vielleicht? Was ist das hier schon wieder? Schon wieder keine Flammenwaffen? Saftladen hier. Also wirklich. Wo war denn jetzt dieses große Tor? Wo war es denn? Wo war es denn? Oder sind wir schon durch? Sind wir durch? Oder war das irgendwo hier? Och, ich bin verwirrt. Das Spiel hat es geschafft, ich bin verwirrt. Wahrscheinlich habe ich jetzt noch nicht mal mitgekriegt, dass ich schon längst durchgegangen bin. Die anderen Hebel haben einfach weitere Tore geöffnet, die ich noch nicht mal gesehen habe oder so. Ach, ich weiß doch auch nicht. So, lass durchgehen. Das rennst du auch die ganze Zeit. Ihr seid nun in Sicherheit. Ja, das sagt das Licht. Und was sag ich dazu? Dorothea? Dorothea? Euer Gast ist wach. Offensichtlich. Bitte. Gebt uns einen Moment. Dorothea. Bitte. Ihr habt zweifellos einige Fragen. Ja. Wer seid ihr? Dorothea? Sollte ich euch etwa kennen? Nein.
Aber wenn ihr darauf besteht, dass ich mich angemessen vorstelle, mein offizieller Titel ist... Muss ich euch also mit Hochwürden ansprechen? Mein Tempel ist in Orlais. Ich kam ohne Genehmigung hierher, in der Hoffnung, meine Fehler wieder gut machen zu können. Einfach nur Dorothea genügt also vollkommen. Okay, wo bin ich hier? Das hier ist eine Kirche. Wollt ihr mich etwa einsperren? Die Kirche ist nicht der verlängerte Arm der königlichen Rechtsprechung. Ich bin mir allerdings sicher, dass diese guten Bürger Ferelden's unser beider Taten missbilligen. Aber ihr seid doch eine von ihnen. Ich bin auch eine Orlesianerin. Sie haben keinen Grund, auf mich zu hören. Sie wissen jedoch, dass es der gesamten Kirche schaden könnte, wenn ich hier scheitere. Mhm. Und warum habt ihr mich gerettet? Ihr habt mich gerettet? Ihr habt mir einen Schlüssel gegeben? Ihr brauchtet keinen Schlüssel. Ihr hättet auch eine Wache übertölpeln oder euch aus einem Splitter oder etwas Garn einen Dietrich flechten können. Es würde euch gut stehen, wenn ihr eure Haare flechten würdet. Wie auch immer. Ich habe euch lediglich klargemacht, dass ihr niemals machtlos seid, wenn andere in Not sind. Aber warum? Weil es das ist, was ich hören wollte, als ich in eurer Lage war. Gut, kommt zur Sache. Das ist ja alles hochinteressant. Aber ich muss möglichst weit von Ferelden und Orlais weg, und zwar schnell. Die Papiere, die Marjolaine Rayleigh verkauft und gegen euch eingesetzt hat, gehörten mir. Ihr wart das? Aber sie gehörten dem orlesianischen Militär. Das ist Hochverrat. Mein Tempel wird über Truppenbewegungen informiert, damit wir sie unterstützen können. Die Papiere wurden mir gestohlen in einem Moment der Schwäche. Ich wusste nicht, warum Marjolaine meine Nähe gesucht hat. Aber es hat mir das Gefühl gegeben, als wäre ich wieder jung. Ich habe also für euren Fehler bezahlt? Das ist also alles eure Schuld? Es wäre treffender zu sagen, dass ich eine Mitschuld trage. Genau wie ihr. Ihr seid für eure Schwächen verantwortlich, selbst wenn diese ausgenutzt werden. Ich habe doch versucht, die Sache zu verhindern. Was kann ich denn sonst noch tun? Die Frage ist, was ihr tun wollt. Was wollt ihr von denjenigen, die euch das angetan haben? Ich kann euch sagen, wo Marjolaine ist, wo Kommandant Rayleigh ist. Helft Orlais und ihr helft euch selbst. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid. Ja, aber wollen wir das überhaupt? Das ist so eine Frage. So. Sketch? Ich schätze, wir haben es geschafft, was? Es tut so gut, dich zu sehen. Ich bin so froh nach allem. Nach allem, was letzte Woche geschehen ist. Letzte Woche? Auch ich danke euch. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Mhm. Danke fürs Rausholen, Liliana. Kein Markt für einen kleinen Helfer. Kein Markt? Dieser Rayleigh hätte mich nicht lange behalten. Da Marjolaine dich als Redelsführerin hingestellt hat, wärst du an den Meistbietenden verkauft worden. Vielleicht sogar an die Kaiserin. Erzähl mir, was mit Tuck passiert ist. Ich wünschte nur, ich hätte Tuck helfen können. Sie haben sich ihn als Ersten vorgenommen. Er hat Rayleighs Männer tagelang verspottet. Das hat sie wahnsinnig gemacht. Er hat sich für mich geopfert. Sie wollten mir die Hände abschlagen. Nur so könne man einem Magier trauen. Oh, Sketch. Ich bin so wütend, aber das können wir nicht wieder in Ordnung bringen. Ich sage, wir rächen uns. Wir sorgen dafür, dass jeder einzelne von ihnen bezahlt. Das schwöre ich. Und was dann? Bin ich dann glücklich? Das glaube ich kaum. Halt dich einfach bereit. Ja, und jetzt noch Sir Cosrade. Silas, richtig? Ja, ich musste bei euch bleiben. Ich hoffe, mir das Vertrauen der ehrwürdigen Mutter verdienen zu können. Ebenso wie das eure. Ich bin bereit, Jagd auf den Kommandanten zu machen. Und auf diese Marjolaine, die euch überlassen hat. Silas! Es steht mehr auf dem Spiel. Offenbar sind jetzt ganze Nationen betroffen. Oder könnten es zumindest bald sein. Ich behaupte nicht, dass ich das alles verstehe. Ich war deutlich länger als eine Woche in Rayleighs Obhut. Und ich werde alles tun, was ich kann, um meine Schulden zu begleichen. Warum wart ihr im Kerker? Ich habe also einen Verbrecher befreit? Ich habe gewildert und hätte die Auspeitschung als Strafe akzeptiert.
Aber Rayleigh hält sich nur ungern mit lästigen Kleinigkeiten wie dem Gesetz des Königs auf. Ich war monatelang eingekerkert. Einzig und allein zu seiner persönlichen Unterhaltung. Ich hätte nicht so lange durchgehalten. Hätte das auch mich erwartet? Nein. Wichtige Gefangene verkauft er gegen ein Lösegeld an den Meistbietenden. Aber natürlich erst, nachdem er seinen Spaß hatte. Für einen Wilderer seid ihr ziemlich gut ausgebildet. Wie lernt ein kleiner Verbrecher so gut mit der Klinge umzugehen? Ich war früher Soldat. Vermutlich war ich Rayleigh während des Krieges nicht ganz unähnlich. Ich bin allerdings froh, sagen zu können, dass ich jetzt nichts mehr mit ihm gemein habe. Was habt ihr vor? Ihr wollt mir also folgen? Und was glaubt ihr, wohin euch das führen wird? Ich hoffe, der Kirche dienen zu können, wenn das hier vorbei ist. Ich habe sie bereits über meine Absichten in Kenntnis gesetzt. Und was ist mit euch? Mit mir? Niemanden interessiert, was ich will. Es sollte euch interessieren. Okay, gut. Ich muss gehen. Ich schätze, Dorothea wartet auf mich. Ich folge euch, wohin auch immer ihr mich führt. Das bin ich euch schuldig. Und noch viel mehr. Ja. Das ist gut möglich. Immer zu Dienst. Ach, guck mal. Diana. Kleine, braucht ihr etwas, um euch vorzubereiten? Vor euch liegt ein schwieriger Weg. Lam? Wie? Nun ja, als Marjolaine die Karten auf den Tisch gelegt hat, bin ich untergetaucht. Ich hatte euch zwischenzeitlich schon fast aufgegeben. Es war jedoch kaum möglich, nichts von eurer Flucht mitzubekommen. Es gibt einfach zu viele Leute, die ihrer orlesianischen Teufelin dankbar sind. Also, braucht ihr etwas? Nein, das wär's erstmal. Nein, ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Ganz wie ihr meint. Okay. So, sonst hier noch irgendwie was Spannendes? Ich glaube nicht. So, Schwester Hildegard. Hildegard. Bitte, junge Dame, verursacht keine weitere Unruhe. Gut, dann schmeiße ich erstmal alles um. Arbeitet ihr in diesem Tempel? Ich widme mein Leben der Kirche, ja. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Es tut mir leid, falls ich euch verletzt habe. Was ich getan habe, tut mir leid. Ich wusste einfach nicht, wo ich war. Daran liegt es nicht, junge Dame. Woran liegt es dann? Bevor ich hierher kam, um unserer Herrin zu dienen, war ich wie ihr. Und das beunruhigt mich. Das verstehe ich nicht. Ich bin keine Gefahr für euch. Nein, ich bin um euch besorgt. Viele suchen in schweren Zeiten Zuflucht in der Kirche. Aber nicht alle finden später auch wieder hierhin zurück. Ich habe keinen Grund, wieder zurückzukommen. Ich war genau wie ihr. Und zwischen damals und heute liegt gewaltiges Leid. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Okay, gut. Dann würde ich aber sagen, bevor wir jetzt zu ehrwürdigen Mutter Dorothea aufbrechen, werde ich hier erstmal eine kleine Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Dragon Age Origins dann wieder zum DLC Lilianas Lied. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.